Jetzt muss jetzt mal langsam aufhören mit seinen komischen Erscheinungen hier. Komm, viel mehr Licht kannst du echt nicht erwarten. Bleibt das die ganze Zeit hier auf dem Stand oder was? Ich bin schon ganz geblendet vor lauter Licht. Denn hier ist schöneres Licht. Ja, scheint besser zu sein. Ja. Okay. Ja. So. Bisschen Gehirnnummer zwar immer noch, aber es ist verkaufbar. So. Können wir die Uhren? Ach ja. Eben. Kann ich das bitte mal überprüfen hier? So. 6 Uhr. 6 Uhr, halb 4. Halb 4. Ja, halb 4 und halb 1, ne? So ungefähr. Ja, genau. Passt? Nee, Quatsch. Steht da 12, glaube ich. Ja. Hä? Hallo? Kriege ich denn jetzt einen kleinen Zeit? Also. So. Ja. 6 Uhr, halb 3, halb 4. Ja. Nee, ich mach mal den kleinen noch eins zurück, oder? Ja. Der kleine stand auf der 3. Moment. Nee, eigentlich stand er ja dazwischen, weil wir halb 4 eigentlich haben. So gesehen. Ja, aber jetzt steht er auf jeden Fall zu weit. Moment. Ja, der geht ja nur in ganzen Schritten. Das ist ja das. Sag mal, kann man mir mal bitte. Jetzt geht der kleine Zeiger wieder. Toll. Ich muss da jetzt mal mit der Maus ran, das macht so keinen Sinn. Den stell jetzt mal auf die 3. Aber ja. So stand der aber doch nicht. Doch. Das Teufelchen erzählt wieder Dinge. So, was fangen wir hier? Bist du schon immer, ne? Nee. Du hast zu lange in der Mitte gebraucht. Unfassbar, ey. Ist aber. Ja, so. Warum muss man das immer wieder neu aufklappen hier? So, halb 1. Ah, das muss auf die 12. Der kleine Zeiger muss auf die 12 und der große auf die 6. Voll auf die 12. Jawohl. Ja, klack, klack. Klack, klack. So. Jetzt. Moment, jetzt gehen wir erstmal in die Fenster. So, Fenster, was sehe ich da? Offen zu offen. Ne? Ja. Hm. Ja, das können wir unheimlich gut erkennen. Erste nach rechts. Nach innen, auf der anderen Seite, also. Also beide, alles nach innen sozusagen. Ja. Wenn man es so nimmt. Ja, der mittlere steht dann schon richtig.
Den müssen wir nur einen rum und den müssen wir dreimal rum. Ja. So, jetzt haben wir nur noch das Kerzenrätsel und dafür brauchen wir mal Kerzen. Man hört das Baby schon. Da war doch noch ein Kerzen. Nee, das ist gar nicht mehr da. Nee, das war gar nicht hier. Ach so, das war gar nicht hier. Okay, dann haben wir das Rätsel ja an sich. Mhm. Ja, vermeide es lange im Dunkeln zu stehen. Ja, ich. Da ist leuchtet ja auch schon rot. Summt vor sich hin. Mhm. Summ die Summ. Da war die Tür noch offen, ne? Das hört sich mal aus. Ja, die müsste jetzt gleich aufgehen, die Tür. Da. Da. Hey, hey, hey. Ah, die Babyfrauen, genau. Ja, interagier doch. Ach du so. Du hast beide Hände. Das auch noch. Das heißt, ich muss den Hammer wegschmeißen, ne? Ja, klar, ich wollte das Babyfon ja in der Hand halten müssen. Baby, hörst du jetzt mal auf zu schreien? ich muss eben so. Hammer fallen lassen. Und das packen wir da rein. Woher weißt du denn jetzt, welches der richtige ist? Da ist ganz, ganz zielstrebig. Habe ich natürlich das Richtige gepackt. So, wir haben das Babyfon. Mit dem müssen wir jetzt. Wo war jetzt dieses Rätsel? Habe ich jetzt auch wieder nicht gemacht. Kann man jetzt das mit den Gängen? Ja, genau. Aber jetzt, wo war denn jetzt? Wo waren die, ne? Hab ich doch eben noch gesagt, merkt euch mal den Raum. Weißt du, wo es da hinging? Ja. Der Spiegel, wo der war. Oh, ich kann so keinen Krieg gewinnen. Ne? War das neben dem, nee, nicht neben dem Kinderzimmer, oder? Das kann vielleicht sogar sein. Im Bad. Im Bad? Ach ja, im Bad, genau, stimmt. Das ist der. Plan. So. Gerade überlegt, welche haben wir jetzt neu eingeschlagen? Jetzt kommt ja auch ein ganz anderer Ton. Achso, wir müssen das Babyfon einschalten. Ja, genau. Ja, jetzt kommt auch der Code noch. Irgendwie mit den 50 noch irgendwas. Ach ja, richtig. 50373. Mhm. Also mussten wir noch mit dem irgendwo anders hin? Eigentlich nicht, oder? Nee. Was? Mal geradeaus weiter. Ist das, weil das eine Mobil fehlt? Ah. Müssen wir erst die Kassette hören? Ich vermute das jetzt fast. Hm. Die Zeiger sind ja immer noch nicht da. So, ja, wir haben ja die Basisstation noch nicht im Schlafzimmer aktiviert. Siehst du? Ja. Ist doch gut, Baby.
ist ja alles jetzt gleich geschafft hier. So. Ah. Können wir die Zahl nochmal. Was? Ist das die Zahl, die wir. Ja, 50373. Ja, genau. Gut. Machen wir das Ding so aussehen. Es ist so ein bisschen blöd, jetzt gleichzeitig die Kassette zu hören, aber es ist jetzt auch. Ne? Oh, nee. Blödi. Na. Kannst du mal eben das Babyfon ausmachen? So. Ja, so fühlen wir uns die ganze Zeit. Achso, was nehmen. Reinpacken. Blip. So. Also Kassetten haben wir jetzt alle. Ja. Hast du eingeschaltet? Nee. Babyphone? Nee. Warum nicht? Weil ich jetzt erst zu dem Raum wollte. Zu welchem? Zum. Dings hier. Ich wollte erst da rein, verstehst du? Muss es ja nicht die ganze Zeit hier rein erzählen. Reicht, wenn das jetzt tut. So. Hey, komm, jetzt noch Zeiger da. Ja. Genau, jetzt können wir es da anmachen. Obwohl es ja eigentlich, es sagt uns ja eigentlich auch nur die Zahl, von daher. Also, 5 wäre die erste, das ist hier entlang. Ja. 0? Da. Ja. Drei, geradeaus. Sieben. Da. Da. Und drei, geradeaus. Ich glaube, das Babyfon muss mir jetzt gerade nichts mehr sagen. Awesome. Ach, das Ding. Oh, ja, nee. Da gibst du jetzt auch eine Schlüssel, glaube ich. Oh Gott. Ach, die Kurbel, ne, die Kurbel gibt's. Don't touch that. Wow. Wir sind verschluckt. Die hat ein ganz schönes Trauma. Ja, schon. Glitsch. Ich glaube, dass wir das Baby von wegschmeißen können. Ja, hoffe ich. Wir machen das einfach mal. Zur Not wissen wir, wo wir es wieder kriegen würden. Ja.
Nee. Ja. Ja, ja. Glitsch, glitsch. Ah. Was? Uiuiui, Krummel. Bestimmt Hunger. Halloween. Ja, Halloween haben wir hier schon, seit wir hier sind. Ich könnte auch mal wieder einer aufräumen, sauber machen. 3.33 Uhr. Ganz überraschend. Boah. Boah, das Knochen, das geht immer mal durch, ey. Alter Schwede. Boah, ich hab voll die Gänsehaut gekriegt. Da kommt man natürlich nicht durch. Ja toll, das Holzzeug nützt mir auch. Boah. Sitzt da noch irgendwo, ne? Machen wir mal Feuerzeug eben aus hier. Ach, ich will da nicht hin. Ja, geht eh nicht. Also ist der Keller. Okay. Gott, eh. RT? Jetzt setzt er sich da hin. Oh, ich kack ab, ey. Das muss aber jetzt nicht sein. Vor allen Dingen, wo die Couch noch normal aussah, hat er sich nie dahin gesetzt, ne? Aber jetzt setzt er sich hin. Ja. Ist nicht dann? No. Nee. Einstellung, das ist für ein Thumbnail immer gut. Oder auch das, je nachdem. Schauen wir mal. Na, jetzt können wir es nehmen. Ja. Ja. Kann ich jetzt nichts mehr machen an dem. Nö, dann wieder zurück. Es fehlt uns noch dieser scheiß Schlüssel. Ach ja, jetzt kommen wir hier wieder raus. Ah, jetzt. Nabelschnur. Folgen Sie unauffällig dieser Schnur. Sind wir mit Licht hier. Geht hier wieder nichts, ne? Ja. Wir eine Glühbirne haben, aber. Achso, ja, die geht ja hier rein. Stimmt ja. Mal eben durchtrennt. Genau, da kommen wir ja dann unten direkt dahin. Rums. Wobei, was war jetzt nochmal? Hallo? Ja, ja. Wir sind hier dabei. Eben. Eben.
nutzt auch alles Drängeln nix. Ach, da geht die Nabelschnur hier weiter. Ich sehe nichts. Das ist völlig so unnötig hier. Ja, das. Ja, super. Freut mich. Jetzt kann ich das natürlich wieder nicht mehr ausschalten. Ne? Ja, ich brauch's nicht aufzubewahren. Ist mir. Oh Gott, ey, jetzt sind wir dann auch noch ohne Feuerzeug. Das wird witzig. Das ja, das war's. So. Nochmal rein in die gute Stube. Dann bringen wir mal ihr Pipi. Gott, ey. Sieht nicht so ganz gesund aus. Nee. Aber es bewegt sich, oh Gott. Ja. Es macht aber niedliche Babygeräusche. Mhm. Ja, aber... Hier, Joa, Baby. Schiebst da durch. Ja, Babyklappe, oder? Wir sind falsch. Ja, was heißt, wir sind falsch? Wir sind ja nicht in dem Raum, wo wir darunter durch die Decke gefallen sind. Wir sind in einem anderen Raum. Ach ja. Jetzt muss ich das durchs Haus tragen. Ja. Ich fürchte, ja. Aber die Alte lässt mich doch sicher in Ruhe, wenn ich das... Aber da ist in dem Bett selbst war nichts mehr, ne? Nee. Nur eben nochmal gucken. Nur das Baby. Okay. Das heißt, okay. Oh. Okay, da hat sich was verändert. Ein bisschen. Tja. Dann. Ah, da kommen wir direkt dahin. Ja, ja. Okay. So, junge Frau. Ihr Baby, bitte. Trotzdem nicht gut gesinnt war, weil ich meine, mich erinnern zu können, dass ich damals noch gesagt habe, boah, die könnte ja auch ein bisschen dankbar sein. Ja, ja, natürlich. Ja. Ab geht's, ich würde jetzt mal, genau. Ja, den müssen wir ja haben. Und jetzt los. Ab geht's hier. Ab ins Schlafzimmer. Na, das lässt sich doch jemand nicht machen. Ist auch immer ein schnellen Schritt ist unterwegs. Ja, Atemgeräusche. Hör auf zu schellen, du blöde Kuh. Ey, ich habe jetzt keine Zeit, wir müssen schlafen. Sie hängen ja oben Lichtschalter, ne, ne. Ja, scheiße. Doch, ja, im, ja, aber ich meinte für den Flur. Wie, du kannst das nicht hier verwenden? Bist du. Du mich jetzt. Vielleicht hast du es nicht richtig angepeilt. Verarschen. So. So. Wird gespeichert, ist ja schon mal gut. Oh, no. Hinter dir. Ah. Ah. Der Musikbox-Schlüssel, gell? Ja. Ja. Jawohl. Dann holen wir mal die Platte, hauen die unten aufs Grammophon und dann gehen wir mal die Treppen besuchen. Ja. Uhu. V
einfach, guck mal, it's magic. Dann schwebt er einfach so rum. Hoch. Ah Gott, die Alte ist schon wieder zu hören. Musikalisches Symbol. Großartig. So, ja, wir haben eine Langspielplatte. Haben wir denn noch so viel Lebenszeit, um noch eine Langspielplatte zu hören? Das ist die Frage. Ja. Die Alte hängt doch jetzt da drüben wieder. Aha, ja, da verstand ich dran. Ja. Lass uns mal kurz nochmal ins Licht. Das ist ja echt. Da haben wir jetzt noch, weiß ich nicht, ein, zwei Pillen oder so. Das war's. Und das war's dann. Ja, aber mehr brauchen wir ja nicht mehr, ne? Ja, aber wir haben auch kein Feuerzeug mehr. Das ist so. Ich kann's jetzt nur schnell durchrennen. Ja. Nur man sieht nix. Wo muss ich denn jetzt, wo wollte ich denn hin? So, Grammophon. Unten beim Fernseher. Das heißt, wir gehen durch, wo? Ich weiß es nicht mehr. Da unten entlang? Ja, genau. Wir gehen da unten vor der Garage durch. Ich habe eine Langspielplatte gefunden. Achso. Ja, jetzt noch mal drauf und die Kurbel dran. Ja. Ich, ich habe eine Langspielplatte gefunden. Jetzt, ja. Hier ist sie. Nimm sie. Ja. Ja, jetzt, oh nee, ich kann es nicht mehr hören. Wo kam das jetzt nochmal her? Wieso? Ist doch schön. Ach, da kam das her, ne? Ja. Tabletten? Waren da Tabletten? Da waren noch Tabletten, glaube ich. Oh ja. Oh ja. Oder sind die leer? Und eine Birne. Ja, die Birne brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr. Aber wahrscheinlich nicht. Steckst du doch ein. Ach, habe ich. Ja, kann er. So. Wo sind die? Vielleicht sind die auch leer. Ich weiß, oh, egal. Birne. Brauchen wir jetzt nicht mehr. Kannst du eh nicht nehmen. Nee. Ich fang schon wieder an zu schunkeln, na toll, ey. Ja, viel Spaß. Oh mein Gott. Ich lese nicht mehr. Das war die Stelle, wo man vielleicht die Musik ein bisschen leiser macht. Dum, dum. Also, das heißt, wir gehen jetzt so lange, bis das Gefühl kommt. Das machen wir dann. Und wenn wir nicht mehr weiter wissen, dann müssen wir gucken. Ich glaube, du hast es lauter gemacht. Ja, ich bin dann auch mit der Steuerung ein bisschen unzufrieden. Dann muss ich mal mit der Maus machen. Dann komme ich natürlich mit der Maus jetzt nicht hin, ist klar. Anwenden. Noch länger brauchst du, um zu mir anzusingen? Ja. Wieso geht er nicht? Ich verstehe das System hier gerade nicht. Mit der Maus geht jetzt gar nichts im Moment. Ja, ey. So, warte.
Machen wir das mal so. Optionen, Audio, so. Ja, und dann hören wir den Grummeler nicht mehr, ne? Oh, obwohl, doch, hören wir. Ja, machen wir so. Kompromiss. Beenden? Nee, weiterspielen.